Scheiße, versperrt! Das ist echt versperrt. War lieber nicht lang. Das gefällt mir. Schade, ist nicht das, was ich dachte. Doch, das ist es doch. Das ist ein Geschützturm. Das ist kein gutes Zeichen. Was sollen wir tun? Keine Ahnung. Kannst du mit einem Powerloader umgehen? Ich habe da im Training was gelernt. Einen Powerloader. Das Ding? Ja. Der Powerloader ist ein Ladungsheber für kurze Strecken. Drücken Sie, ich kann es nicht lesen, RT, um einen rechten Arm des Powerloaders zu heben oder anzugreifen und LT, um den linken Arm zu benutzen. Schön, gleich wieder in irgendeinem Nest gelandet. Komm mal schön mit hier. Ich will nicht gleich rein. Sehen Sie das auf unserer Kamera? Ich hatte gerade die Anzeige, dass meine Kamera an ist, meine Taschenlampe, aber sie war nicht an. Das war gerade Reflex, ich musste einfach schießen. Ich will jetzt gar nicht so ein Vieh in den Mund haben. Oh, ein Audiolog. Liebe auf den ersten Blick, 10 Gamma Score. Überleben Sie einen Nahkampf mit einem Sauger. Ja, die zusätzlichen Soldaten habe ich gemerkt. Hier geht's schon mal weiter. Also renne ich gleich nochmal zurück, ob ich irgendwas vergessen habe da hinten. Hier ist ein Panzer. Und die Eierkörbe sind schon alle offen. Oh, hier liegt auch noch was. Gut, dann können wir wieder rübergehen. Dann hatten wir ja alles soweit. Wo ist einer? Ach nee, ich bin schon wieder auf die Granatentaste gekommen. Verdammte Scheiße. Ach komm, in Zukunft schieße ich die einfach mit meinen... Schieße ich die einfach ab. Dann komme ich nicht mehr in die Verlegenheit, dass ich aus Versehen meine Granate benutze, beziehungsweise meinen Granatenwerfer. Scheiße, war klar, dass ich jetzt hier anfange.
Und wieder hierhin. Ich hab's nicht mal gesehen, erst als es gesprungen ist. Es ist durch die Dings gesprungen. Vor allem laut Anzeige habe ich doch nicht mal Granaten. Wie konnte ich dann gerade mit einem Granatenschuss sterben? Scheiß Vieh. Da war auf jeden Fall einer dabei, der nicht leer war. Ich fühle mich einfach sicherer, wenn die kaputt sind. Das Schlimme ist, diese hohen Decken. Könnte jederzeit einer langkrabbeln oben. Oh. Ey, wie weit der springen kann. Manchmal liegt er 3-4 Meter weiter, manchmal nur ein halber. Ist ja knapp. Und ein kleiner ist, glaube ich, noch da. Direkt neben mir. Okay, hier ist nichts. Die Steuerung ist nicht so prickelnd gemacht. Zumindest die Genauigkeit. Was hat uns das gebracht? 5561. Verstehe ich nicht. Vielleicht ist das ein Secret. Vielleicht gibt es noch zwei so eine Dinger. Wo bleibt mein Kollege? Ich gehe einfach mal, der kommt hoffentlich nach. Immer noch nicht. Doch, jetzt ist er hier auf einmal. Bella. Oh Gott. Schwarz. War ja klar. Es war schon tot und hier. Mir geht's gut. Okay, ich hab's abgezogen, als ich aufwachte. Abgezogen. Die Dinger sind ja tot, wenn sie ihr Ei gelegt haben. Ich behalte dich im Auge, Bella. Sephora Actual, hier ist Winter. Wir haben Bella von Rhino 2-3. Werden aber von Weyland-Yutani-Leuten angegriffen. Gehen jetzt zur Brücke. Ich brauche den schnellsten Weg. Winter, gehen Sie durch den Maschinenraum und auf die Schienen zu. Over. Verstanden, Bishop. Gehen Richtung Maschinenraum. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Tür aufschneiden, Winter.
da. Ich bin voll. Wo ist sie schon wieder hin? Schon ein Crewmitglied verloren wieder. Meine Waffe sieht cool aus hier mit dem Totenkopf drauf. Hier ist Raider 6-5. Ich sehe drei Cheyennes, die Truppen auf das Sulaco abladen. Ura. Achtet auf Beschuss und schickt diese Wei-Yu-Arschlöcher zur Hölle. Wird auch Zeit, dass wir Verstärkung bekommen. Warum wird diese Feuer evakuiert? Geht unter Beschuss durch die Sulaco. Bald die Brücke erreichen, verlieren wir heute eine Menge Marines. 2-1, seid ihr schon bei den Schienen? Gleich geschafft, Bishop! Da passiert doch gleich was. Na, ist hier noch was? Rein gar nichts. Oh, eine Erkennungsmarke. Sergeant Z. Forshaw. Ja, los, geht vor. Immer diese Geräusche und dann ist da nicht mal was. Die Tür oder was? Ja. Das unsere Leute? Moses. Steht das überall drauf? Ich glaube ja. Oh nein, sie haben die neuen Moses Kampfpanzer. Wir haben keine Chance. Hier spricht Sephora Axel. Geben Sie alles, um unsere Männer da rauszuholen. Alle Mann das Schiff verlassen. Ich wiederhole. Die gesamte Besatzung der USS Sephora, verlassen Sie das Schiff. Und jetzt unter Sulaco Action. Sulaco Action, hier spricht Winter. Wir sind im Waggon auf dem Weg zur Brücke. Wie ist die Lage in Frachtraum 1? Winter, es wird noch sporadisch geschossen, aber die Situation ist stabil. Bishop sagt, dass die Reaktor Risse bekommen und kritischen Schaden nehmen könnte. Unsere Leute zählen auf euch. Oh, da ist ja noch einer. Ich kann natürlich nicht durchschießen.
So, ab. Der war gut gepanzert. Liegt hier noch was? Audio-Log? Nein. Granatenwerfer? Okay, dann weiter. Was ist da los? Die Geschütze sind zu ungenau. Wir schießen auf unsere eigenen Leute. Ja. Anstatt man zusammenhält gegen die Aliens. Kronengürtel. Und wo läuft hier auch ein Alien rum? Oh. Bats ins Face. Oh, Bein ab. Das ist ja riesig. Bin ich wieder einmal rum, okay. Haben wir hier noch irgendwas? Auch nicht. Trotz zwei Leute, die ich hier tötete, sind, ist hier nichts. Da auch nicht. Dann geht es wohl nur hier weiter. Liegt doch nirgends was rum. Das ist ganz schön linear, das Spiel. Jetzt haben wir wieder so eine Tür. Nur diesmal passiert auch was. Aber er gibt einen komplett anderen Code an, als draufsteht. Gehen Sie durch den Maschinenraum zum Kommandodeck. Uns fehlt noch ein Audio-Log und zwei Erkennungsmarken. Nee, da sollte ich nicht lang.